Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem allerersten Drogerie-Haul. Man möchte es kaum glauben, mein Channel basiert auf Drogerie-Make-up und ich meine, ich habe noch nie so einen typischen Drogerie-Haul gedreht und ich war gestern im DM und im Rossmann und habe viel zu viel Geld ausgegeben für Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber ich fand es halt doch ganz spannend und ich habe vorzugsweise neue Produkte gekauft. Ich bin wirklich durch die Regale gegangen und habe geschaut, okay, was ist wirklich als neu deklariert? Das habe ich mitgenommen, um sie in den nächsten Wochen zu testen und ihr bekommt dann natürlich auch, sofern ich sie auch wirklich dann getestet oder aufgebraucht habe, ein Feedback in einem meiner Aufgebraucht-Videos. Ich möchte so ein bisschen klassischeren Beauty-Content hier probieren und ich glaube, dass es vielleicht ganz spannend ist, einfach zu sehen, was kaufen andere Leute in der Drogerie. Klopapier und so Hygienartikel habe ich jetzt rausgelassen, weil das hatte ich auch alles noch. Aber wir haben Pflege, wir haben Make-up, wir haben Food, wir haben Drinks, wir haben Interior, wir haben alles mit dabei und ich hoffe, ihr habt Lust darauf und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr immer in der Drogerie kauft. Das fände ich natürlich super spannend. Vielleicht lade ich mir mal jemanden von euch ein und wir gehen gemeinsam in die Drogerie. Da hätte ich Lust drauf. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr darauf Lust habt. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es fehlen noch knapp 10.000 Leute und dann haben wir die 100.000. Also wenn alle, die dieses Video schauen, nur eine Person fragen, ob sie meinen Kanal auch abonnieren könnten, könnten wir es tatsächlich vielleicht noch schaffen. Dieses Jahr definitiv nicht mehr, aber im nächsten Jahr dann hoffentlich. Freunde, hello, what's poppin'? Wie gesagt, ich habe keinen Plan, ich habe kein System. Wir gehen einfach hier eins nach dem anderen durch. Ich hole raus und erzähle so ein bisschen was. Einige Produkte habe ich neu gekauft. Einige Produkte ist auch First Impression. Und wir starten tatsächlich mit einem der für mich zumindest spannendsten Produkte. Und zwar habe ich gesehen, dass Balea eine neue Hautpflegeserie rausbringt, nach und nach, mit verschiedenen Produkten. Und sie haben, so wie ich es mitbekommen habe, auf Feedback von Konsumentinnen gehört. Und oft war das Problem, dass es parfümiert ist, dass es irgendwie irgendwelche Inhaltsstoffe drin waren, die da nicht unbedingt mit sein sollen. Und da habe ich mir jetzt das Niacinamid-Serum gekauft. Das soll das Hautbild verfeinern und für einen glatten und ebenmäßigen Teint sorgen. Ich habe das gestern schon mal ausprobiert, habe es dann wieder reingemacht. Von der Viskosität her hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Das ist riesengroß, da sind 30 Milliliter mit drin. Da kommt man eine Menge mit aus. Ist eine Glasflasche, vegan und cruelty-free. Und gefällt mir optisch erstmal gut. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich lasse das auch gleich hier oben bei meiner Skincare-Reihe. Aber ich dachte mir, das nehmen wir mal mit, weil das klingt ganz spannend. Was ebenfalls neu ist, ist das AHA Niacinamid Peeling, das auch das Hautbild verfeinern soll. Das sieht so ein bisschen anders aus, hat eine andere Flasche. Das soll man ein bis dreimal wöchentlich morgens oder abends auf die gereinigte Haut geben. Und ich muss sagen, dass die Inhaltsstofflisten sehr, 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 sehr kurz sind. Ich glaube, Shenya hat dazu auch Content schon gemacht. Ich weiß es noch nicht. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich verlinke euch ihr Instagram unten. Falls ich das vergesse, schreibt es mir bitte, dann hole ich es nach, weil das Video ist vorgedreht. Die Inhaltsstofflisten sind recht kurz geworden und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Das habe ich auch noch mitgenommen. Das ist ein Hanf-Gesichtsöl mit Bisabolol und Vitamin E. Das soll das Spannungsgefühl mindern und ich probiere ein Dupe oder eine günstige Alternative zu diesem Wishful-Öl zu finden. Das kostet 65 Euro von Huda Beauty und das ist schweineteuer. Ich liebe das, vor allen Dingen für Gesichtsmassagen, für meine Skincare-Tools. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt oder ob das noch kommt. Da ist so ein Gesichtsöl vielleicht gar nicht schlecht. Das soll auch so ein bisschen das Gesicht glätten und intensiv pflegen. Hier sind Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren mit drin, die die natürliche Barrierefunktion der Haut unterstützen sollen. Ich habe mir übrigens neue Kisten gekauft, weil die 7 Kisten, die ich hier habe, es reicht mittlerweile nicht mehr. Das Ganze sieht einmal so aus, sehr verdächtig nach anderen Sachen. Es riecht aber nicht nach Hanf. Minimal. Also wenn ihr diese CBD-Oils kennt, so riecht das nicht. Erstmal gut. Es fühlt sich auch nicht so ölig an. Es gibt ja so Öle, die sind so richtig ölig. Das ist das von Wishful. Und dann gibt es so etwas trockenere Öle. Und das fühlt sich erstmal gut an. Dann habe ich 2 Sachen nachgekauft. Das sind die Pinselreiniger. Und das sind die
besten Pinselreiniger für Lidschattenpinsel für zwischendurch. Wenn man mal eine Farbe benutzt hat oder sich vertan hat, einfach auf dem, ich nehme dazu eigentlich immer, das ist eine krasse Sache, das habe ich euch noch nie gesagt, ich sprühe meinen Giacomob ein, das ist das Muster, und dann gehe ich mit dem Pinsel rüber. Das ist natürlich nicht so gut für die Pinselhaare, für zwischendrin ist das gut, aber es ersetzt auch nicht das richtige Waschen mit einer Pinselseife. Dadurch, dass wir hier die Mikrofaser haben, können wir das dann auch noch so ein bisschen besser sauber machen. Habe ich mir zweimal nachgekauft, zwei habe ich schon aufgebraucht, hat Ewigkeiten gehalten, aber ich wusste nicht, die haben die Verpackung gewechselt und ich hatte dann so ein bisschen Angst, dass sie das vielleicht aus dem Sortiment nehmen und dann habe ich einfach gleich zwei mitgenommen. Dann habe ich mir von Isana ein Duschschaum und Bodylotion 2-in-1 Berry Dream mit Macadamiaöl und Shea Butter mitgenommen. Ich finde, wow, es riecht jetzt schon, nur ein ganz kleines bisschen. Es riecht sehr, sehr fruchtig, fühlt sich auch sehr pflegend schon an. Ja, also es ist ein sehr fruchtiger, sehr beeriger Duft, kann ich mir gut vorstellen in der Dusche. Ich liebe Duschschäume von Rituals beispielsweise, aber auch das, ganz ehrlich, das kostet, was kostet das, 30 Euro? Mein Körper ist halt auch nicht aus Gold. Na, da ist das vielleicht auch nicht so schlecht. Aber passend dazu, um so ein bisschen Alternativen zu finden für mich und dann auch vielleicht langfristig für euch, habe ich mir auch feste Produkte mitgenommen. Denn damit habe ich persönlich noch gar keine Erfahrung. Und da gab es auch hier von Isana eine feste Dusche. Die ist pH-hautneutral und 100% seifenfrei. Also eine reichhaltige Pflegeformel mit Mandelöl. Das ist komplett in Papier verpackt. Erstmal gut, ein bisschen blumig, ein bisschen seifig. Ich mag den Geruch ganz gerne. Und es hat hier so ein Bändchen, dass man das aufhängen kann. Das habe ich mich immer gefragt, was soll ich denn mit so einem Stück Seife in der Dusche machen? Das rutscht dann immer durch die Gegend. Aber das kann man aufhängen und da bin ich sehr gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Manche Leute lieben es, manche Leute hassen es, aber wenn ich damit zufrieden bin, dann spare ich mir halt diese ganzen Plastikprodukte. Und ihr wisst, ich probiere wirklich, so gut es geht, auf Plastik zu verzichten, weil ich ganz genau weiß, wie viel Müll mein Job schon produziert. Und dann probiere ich für mich privat so ein bisschen zu reduzieren. Bin ich gespannt, bekommt ihr definitiv ein Feedback. Ebenfalls ein festes Produkt ist von Balea aus der Natural Beauty Reihe, die feste Body Butter. Und die habe ich vorhin schon mal so ein bisschen getestet und das liebe ich. Auch das kommt in Papier verpackt. Das ist halt alles immer so ein bisschen schmierig und mit der Aufbewahrung, ne? Aber sobald das mit Haut in Berührung kommt, dann schmilzt das. Der Duft ist ganz, ganz toll. Es bröckelt so ein bisschen. Man muss sich, glaube ich, halt so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie man diese Produkte benutzt. Das ist ja etwas Neues. Ich habe die letzten 26 Jahre keine festen Duschprodukte benutzt. Deswegen brauche ich wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen, um zu lernen, damit richtig umzugehen und um zu schauen, wie ich damit klarkomme im Alltag. Weil auf der einen Seite ist es mir super, super wichtig, dass ich auf das Plastik verzichte, so gut ich kann, in Produkten, wo es funktioniert. Und da gibt es scheinbar gute Alternativen, aber ich muss mein Verhalten auch ändern. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal mitgenommen. Das hat mich motiviert, diesen Haul wirklich zu drehen und zu schauen, was gibt es gerade Neues. Und aus dieser festen Reihe gibt es sehr, sehr viele Produkte bei DM als auch bei Rossmann. Und dufttechnisch sehr angenehm. Apropos dufttechnisch sind hier diese zwei Dinger. Ich liebe es im Winter, im Sommer mache ich das nicht, aber jetzt so Herbst, Winter, Duftstecker zu benutzen. Und da habe ich hier von Airwick einmal so ein Aroma-Duftdiffuser. Maxim aus dem Schnitt hier. Es ist zwei Tage später. Ich wollte den Duftstecker installieren. Geht nicht. Ich kriege das Ding nicht auf. Ich habe mir Tutorials angeguckt, wie ich dieses Ding öffne. Ich bringe es gleich zurück. Das war ein totaler Fehlkauf, weil ich dachte, dass man da eigene Essenzen reintropfeln kann und dann verdampft das. War nicht der Fall, sondern man braucht natürlich diese hauseigenen Duftstecker, aber der Duft fühlt dich wohl, Lebensfreude, wonach auch immer Lebensfreude riecht. Ach hier, Ananas, Pfirsich und Minze, das riecht sehr, 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 sehr gut. Kaufe ich auch nicht immer wieder, das ist jetzt mein zweites und ich glaube, danach werde ich es auch nicht mehr kaufen. Es riecht sehr, sehr gut, ganz, ganz toll. Und dieses Gerät hat auch nur 9 Euro gekostet. Das Ding kostet dann halt aber 5. Das macht nicht so die ganze Zeit, sondern das macht einmal einen Strahl. Das riecht dann für eine Stunde und in einer Stunde kommt der nächste Duft. Und auch immer nur 8 Stunden, also es geht auch nicht die ganze Nacht durch. Finde ich ganz gut. Für mein
Ankleidezimmer bzw. mein Waschzimmer habe ich hier von Febreze diesen Nachfüllflakon Vanille. Das sind drei verschiedene, so ein bisschen keksig, ein bisschen vanillig, mag ich sehr gerne. Auch den stelle ich immer auf die kleinste Stufe, dass es nicht zu viel ist. Meine Räume hier sind sehr, 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 sehr klein und dadurch, dass die Tür meistens auf ist, riecht dann der ganze vordere Teil meiner Wohnung. Meine Wohnung ist halt wie so ein Schlauch aufgebaut und auch das kaufe ich nicht regelmäßig nach. Aber es bringt halt auch nichts, euch hier Sachen zu zeigen oder nicht zu zeigen, weil ich möchte das so real wie möglich halten. Und wenn dann mal ein Produkt dabei ist, was jetzt vielleicht nicht so gut ist, dann probiere ich das zu reduzieren und ich probiere es vor allen Dingen auch einfach weniger zu kaufen. Was ich mir gekauft habe, ist dieses Duschgel von Balea, einfach um zu schauen, okay, wie sind die Duschprodukte von Balea mittlerweile? Ich erinnere mich, dass ich, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich auch sowas oft reviewed und in der Drogerie gekauft, weil es einfach sehr, 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 sehr günstig war und ich, also es klingt immer doof, aber ich hatte nicht mal 1,35 Euro, um mir ein Duschgel zu kaufen von Darf, was ich jetzt benutze. Das kostet 55 oder 65 Euro, 65 Cent. Riecht sehr gut. Vanille und Orange ist so ein typischer Weihnachtsduft. Früher haben die mich immer so ein bisschen ausgetrocknet. Auch hier ist mittlerweile aber kein Mikroplastik mehr drin und die Inhaltsstoffe sind 99% biologisch abbaubar. Die Verpackung ist, glaube ich, auch zum Großteil recycelt und man kann das mittlerweile trennen. Also auch da, die Drogerien sind schon auf dem Weg, die Plastikprodukte, die halt nicht anders als so zu verpacken sind, aktuell noch, zu dem Preis zumindest, so ressourcenschonend oder recyclingfreundlich wie möglich zu machen. Dann habe ich euch gefragt, was ich kaufen soll aus der Drogerie und viele hatten mich nach der Vitamin-C-Reihe von Isana gefragt und da habe ich mir die Lippenpflege mitgenommen. Auch die kommt in Papier verpackt und sieht einmal so aus. Sehr, 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 sehr schlichtes Design. Das sieht aus wie so ein Laborsample. Aber es riecht gut. So ein bisschen nach Orange. Ich gebe mir mal ein bisschen was auf die Lippen. Sehr reichhaltig. Mhm. Fühlt sich gut an. Für den Winter, glaube ich, gar nicht so schlecht. Packe ich mal hier rein. Kommt erstmal in die Schublade. Muss ich noch testen. Oder beziehungsweise in diese Kisten hier. Ich habe ein komplettes, durchdachtes System, wie ich die Produkte teste für mich. Dann habe ich gekauft. Absolute Empfehlung. Macht die Haare nur furchtbar kaputt, habe ich das Gefühl. Diese Volumen Puder gibt es von DM und Isana. Ich war jetzt im DM, habe das da gekauft. Das ist mit Granatapfel. Das macht die Haare sehr, 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 sehr stumpf und sehr matt, aber das gibt richtig Volumen. Also das ist verrückt. Ich gebe mir da immer nur ein ganz kleines bisschen direkt an den Ansatz, um das dann so aufzufluffen, dass die Haare nicht so platt sind. Ich habe halt richtig, richtig glattes Haar und das benutze ich immer als erstes. Dann kommt so ein bisschen Gel und dann das Haarspray rüber. Liebe ich, kaufe ich immer wieder nach. Es ist genau dasselbe wie von Rossmann. Ich glaube, von Rossmann ist es sogar noch ein bisschen günstiger, aber das kostet 95 Cent oder so. Dann habe ich bei der lieben Luise vom Kanal Lubella Folgendes gesehen. Und zwar von DM Bio die getrockneten, gefriergetrockneten Obstscheiben. Ich weiß, dass viele Influencerinnen gerade Werbung machen für Bua Fruits, glaube ich. Habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Ich war extrem überrascht, wie teuer die waren. Ich glaube, 2,99 für so ein kleines Päckchen. Ich habe eben bei Rossmann geschaut. Da gab es diese Kinderfruchtdinger, da war aber ein bisschen weniger drin, ich glaube für 1,99. Frisches Obst ist günstiger, aber das ist mal ganz gut zum Snacken zwischendrin, glaube ich. Ich stehe ja immer sehr früh auf und dann frühstücke ich um 6. Und bis zum Mittagessen sind halt ein paar Stunden und damit ich dann nicht Süßigkeiten esse, ist, glaube ich, sowas gar nicht schlecht. Einmal Erdbeere und einmal Himbeere. Dann habe ich mir mal wieder ein Tiefenreinigungsshampoo mitgebracht. Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viele verschiedene Styling-Produkte benutzt und getestet. Und da gehe ich vielleicht alle 2 Monate mal mit einer Haarwäsche, mit so einer Tiefenreinigung durch. Das löst wirklich alle Styling-Rückstände, diese ganzen Silikone. Überraschung ist dann halt immer, wie das Haar dann wirklich ist. Das ist dann sehr, sehr glatt und platt und halt Haar. Und nicht so beschädigtes, von Styling-Rückständen beschädigtes Haar, habe ich mir mitgenommen. Das hält die nächsten 5 Jahre wieder und dann kann ich mir wieder eins kaufen. Aber das mache ich wirklich ganz gerne mal. Ich habe es eine Zeit lang nicht gemacht, aber dadurch, dass ich halt in letzter Zeit sehr, sehr viel mit meinen Haaren gemacht habe, durfte das einmal mit. Das fand ich super spannend. Das ist von
Husk, ein Keratinöl. Kleine Review auch hierzu. Ich habe das auch schon benutzt. Das ist so krass, Freunde. Wirklich nur so ein Mini-Mini-Tropfen. Du machst es in die Haare. Die ganzen Haare sind voller Öl. Und die sind mega, mega weich danach. Große Empfehlung. Ein haarglättendes Öl, was die Haare sofort weich machen soll und erneuern soll. Da steht echt nicht viel drauf. Ich fand das aber super spannend. Lag, glaube ich, bei 2,99 €. Auch recht teuer. Arganöl ist aber auch recht teuer. Und es ist so eine kleine Verpackung. Damit komme ich mit meinen wenigen kurzen Haaren wahrscheinlich auch wieder 2 Jahre mit zurecht. Wenn man sich so ein bisschen nur in die Spitzen gibt, mag ich immer ganz gerne. Es gibt auch von Moroccan Oil, Argan Oil. Das ist aber sehr teuer. Ich gehe alle 2 Wochen zum Friseur, das lohnt sich nicht, weil nach 4 Wochen ist das, was ich gepflegt habe, abgeschnitten. Aber was ich mitgenommen habe, auch das hattet ihr mir empfohlen, ist von Jean and Len, ohne Gedöns, ein Volumenhaarspray. Ich benutze sonst das immer von Syers oder von Got2b, aber ich dachte, ich probiere das mal aus. Ich glaube, Jean und Len, die sind ja aus Deutschland, vermutlich. Ich probiere es aus, prachtvoll und vegan. Flasche ist sehr, sehr schön, so ein schönes Flieder. Riechen wir mal dran. So ein bisschen pudrig, kann ich mir gut vorstellen. Dann war ich noch mal bei Rossmann und habe mir diese Lymphmassagebürste aus Birkenholz mitgenommen. Für mich ist im Winter immer so die Zeit für Hautpflege und Körperpflege. Ich hasse baden gehen, aber was ich gerne mache, ist, bevor ich duschen gehe, eine trockene Massage. Also ich nehme das trockene Handtuch und reibe mir wirklich den ganzen Körper ab. Ist halt nicht so angenehm. Und jetzt habe ich mir so eine Bürste geholt und damit kann man wirklich über den kompletten Körper gehen und so ein bisschen Dry Brushing machen. Kann man nass machen, kann auch so einen kleinen Peeling-Effekt haben. Ich bin nicht so ein Fan von richtigen Peelings, die es gibt. Ich finde, das ist immer eine Sauerei in der Dusche. Also ich habe eins von Drunk Elephant beispielsweise, Coffee und Mandel. Das riecht fantastisch gut, aber sobald diese Körner an meinen Füßen sind oder so, das finde ich dann immer nicht so schön. Und dann ist die ganze Dusche voll und beim Saubermachen ist das furchtbar. Und ich dachte mir, so eine Bürste kann man trocken oder nass benutzen, fühlt sich schön an. Da dachte ich, nehme ich mal mit, ist gerade auf so einem limitierten Aufsteller bei Rossmann gewesen. Und auch das kann man anhängen. Dann durften ein paar neue Masken mit. Ich trage fast jeden Tag eine Maske und da habe ich mich hier einmal von Balea die Tuchmaske Sweet Kurkuma ausgesucht. Auch die ist ohne Mikroplastik, soll so ein bisschen nach, ja, so ein bisschen süßlich riechen. Ich habe ja immer so Probleme mit Masken, weil 30% meines Gesichts sind mit Bart bedeckt und da halten diese Tuchmasken immer nicht drauf. Deswegen schneide ich mir die durch und lege mir dann den anderen Teil hier an den Hals. Aber ich bin gespannt, so für zwischendurch ist das mal immer ganz gut. Ich bin nicht so ein Freund von Drogeriemasken, weil für den Preis und die Pflege, das geht nicht so ganz einher, meiner Meinung nach. Aber es ist so ein kurzweiliger Wohlfühleffekt und das ist immer ganz schön. Auch hier probiere ich mittlerweile auf diese größeren Masken in den Tuben umzusteigen, weil das macht schon echt viel Müll, aber ich will euch halt auch immer neue Sachen zeigen. Ich benutze immer dieselben Augenpads, ich benutze immer dieselben Masken in meiner Hautpflegeroutine und um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dachte ich, nehme ich die mal mit. Dann habe ich mir 2 verschiedene Augenpads mitgenommen, um sie euch einfach mal zu zeigen. Und zwar gibt es von Yuti die iPad Mask, jetzt auch in einer Veggie-Mixture. Das ist dann also nicht aus Gelatine oder aus tierischem Kollagen, sondern aus pflanzlichem Kollagen. Verstehe ich eh nicht, warum sie das eh nicht schon machen. Aber vielleicht ist das eine neue Formulierung, also kann man umsetzen. Was ich halt bei diesen Augenpads immer nicht mag, ist die Menge an Müll, die man für das, was es macht, verbraucht. Auch hier von Schebens, die Koffein-Augengel-Pads, die waren sogar recht teuer. Die Umverpackung hätte man sich meiner Meinung nach sparen können, aber vielleicht ist es eine gute Idee. Großen Tiegeln macht, das ist dann einfach viel, viel weniger Müll in der Masse. Aber fand ich mal ganz spannend und ich lege mir die immer in den Kühlschrank und da es die jetzt auch in vegan gibt oder Veggie, das ist der Glycerin, Xanthan, 100% vegan steht drauf, dachte ich, nehme ich mal mit, probiere ich aus. Auch hier, wie gesagt, die von Schebens habe ich noch nie probiert, Augenpads von denen sind vegan und sollen Augenringe und Schwellungen reduzieren und durch Koffein werden auch die Blutgefäße unterm Auge einfach ein bisschen zusammengezogen und dadurch können Augenschatten minimiert werden für eine kurze Zeit. Sah ganz spannend aus. Probieren wir mal. Und sie haben Premium-Qualität.
Dann musste mit, ich habe das nur zufällig mitbekommen, Bilou hat Kaugummis rausgebracht. Einmal Slushy Apple Flavor und Tasty Donut Flavor. Gebäckig, süß und extra sauer. Ich habe den gestern probiert, ich bin fast umgefallen. Ich bin definitiv nicht die Zielgruppe für Kinderkaugummis. Sehr, 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 sehr süß. Es schmeckt spannend, weil es schmeckt tatsächlich wie so ein bisschen Gebäck. Aber irgendwie macht mich das auch wahnsinnig. Und deswegen habe ich die mitgenommen, probiere sie aus und schenke sie dann, weiß ich nicht, meiner Schwester oder so. Die wird wahrscheinlich ausflippen vor Freude. Dann habe ich hier so ein bisschen aus der Food-Kategorie Just Taste Black Bean Spaghetti mitgenommen. Die sind plant-based, also pflanzenbasiert, vegan, glutenfrei und proteinreich und sollen wohl 80% weniger Kohlenhydrate haben. Bin ich gespannt. Probiere ich tatsächlich heute Mittag auch gleich mal aus und dann schreibe ich es euch hier hin, ob es geschmeckt hat. Wir machen einfach zwei verschiedene Reaktionen und je nachdem, welche es dann ist, wird dann zuvor geschnitten. Dann habe ich mir ein Kokoswasser gekauft bei Rossmann. Das ist mein Liebstes tatsächlich. Ich habe auch damals von Rihanna dafür Werbung gemacht. Batida di Coco, nee, Coco irgendwas. Hat mir nicht geschmeckt, das mag ich sehr gerne. Kaufe ich vielleicht einmal im Monat, wenn ich dran denke. Und dann stelle ich das kalt. Schmeckt auch sehr, sehr gut mit so ein bisschen Ananassaft zusammengemischt. Dann hat es so einen Pina Colada Geschmack. Super lecker. Zum Ausprobieren habe ich mir Sonnenblumenhack gekauft. Das soll einen hohen Proteingehalt haben, über 50% und ist vegan. Ich weiß nicht, was im Moment bei mir los ist. Ich ernähre mich nicht vegetarisch, ich ernähre mich auch nicht vegan. Aber im Moment, wenn ich die Zeit habe und mich damit auseinandersetze, also ich kaufe eigentlich kein Fleisch mehr. Und für so zwischendrin, auch das ist wieder so das Ding, ne? Wenn du dir so eine fertige Nudelsauce kaufst, da ist dann Fleisch drin. Und das ist dann halt günstig, aber es ist Fleisch drin. Und wenn man so ein bisschen auf Fleisch verzichten möchte, und man muss ja nicht ganz verzichten, und das tue ich ja, ich reduziere es so gut ich kann. Und mit Sachen, die mir besser schmecken, tolle Geschichte, muss ich noch erzählen. Passt hier gar nicht rein, aber ich erzähle es euch trotzdem, weil das ist halt eine schöne Erkenntnis gewesen. Ich war neulich einkaufen, da war ich alleine und habe für mich gekocht. Und ich hatte so Lust auf Burger. Und dann gab es halt nur diese 3 Scheiben und ich wollte 2 für Danny aufheben, aber ich wollte auch 2 Burger essen. Und habe mir dann einmal die Fleischburger gekauft und diese Beyond Meat Burger oder so. Anfangs fand ich das gar nicht so lecker, aber dann habe ich beide gebraten in 2 verschiedenen Pfannen und habe beide Burger gegessen. Ein vegan und ein nicht vegan. Und ich habe zuerst den fleischigen gegessen, angefangen und musste das Burger Patty runternehmen, weil mir das im Vergleich, im direkten Vergleich zu dem anderen, irgendwie nicht geschmeckt hat. Keine Ahnung, woran es liegt. Und deswegen habe ich auch hier mal Sonnenblumenhack für, ja, für so Pasta mitgenommen. Und zu guter Letzt die Reinigungstücher. Bitte schminkt euch nicht mit so einem Quatsch ab. Ich benutze das immer nur, um meine Hände sauber zu machen. Ich komme mit so einer Verpackung mit. Wie viele Tücher sind hier drin? 40, 50, 25, mindestens einen Monat aus. Schminkt euch bitte damit nicht ab. Hoffentlich sind die Jocko-Mops schon wieder da. Und dann war's das. Das war's. Mensch, das waren über 100 Euro für Drogeriesachen. Ich bin sehr gespannt, wie euch dieses Format gefällt. Lasst mir dazu gerne ein Feedback da und auch das Gequatsche dann so ein bisschen mit rum, wie ich so ein paar Sachen sehe. Bin ich sehr gespannt, von euch zu hören. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Hab euch lieb, bis zum nächsten Mal.